Was man immer wieder für verschiedene Anfänge hat, wenn man zurück in die Sendung reinkommt, beim Living Room, bei Home Run, bei allen anderen Sendungen auf Joyce. Das ist Joyce, du schaust es und du tust auch mitchat auf joyce.ch, mitschreiben, mitmachen und hast auch schon die ganze Sendung gesehen, hoffentlich. Vorher haben wir Michelle und Robin mit ihren Live-Performances, jetzt machen wir mit dem dritten Talent weiter. Céline ist da, sie singt dann voll rudimental, der Superhit, der Riesenhit, Free. Darum viel Spaß jetzt mit der Céline. Free, oh, I am free, and oh.
Das war gerade Céline, ein weiterer Zählen, der live aufgeladen ist. Du hast gerne wieder Platz, Céline, auf einem wunderschönen Sofa. Und ich muss wieder etwas einfach loswerden. Marc, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du Céline als was nicht wollen? Das ist einfach schwierig. Irgendwann werden auch Platz in den Teams irgendwie immer enger. So. Und du merkst einfach so, wie du immer weniger Platz hast. Und irgendwann fängt dann auch mal so der Kopf an mit und es fängt zu rechnen an und es muss irgendwie ein bisschen aufgehen. Und es bleibt einem nur ein Trost in dieser ganzen Geschichte. Der Trost ist, dass solche Stimmen und jetzt alle drei mit in der Sendung sind. Das stimmt doch. Das ist fast wichtiger als zu welchem Coach. So. Hättest du eigentlich sagen können, der Stuhl hat geklemmt und du hast eigentlich wollen, aber nicht können. Ja, man könnte sich manchmal auch ohrfeigen. Also, ja. Das ist dann, ja, also ich meine, ich finde jetzt, heute ist echt, und da muss ich euch allen drei ein mega Kompliment machen. Also wir haben jetzt wirklich drei Hammer-Performances gesehen, von jedem einzelnen, von jedem von euch. So, das ist, ich bin da gesessen und gefunden, wow, dass wir so viele coole Stimmen in diesem Land haben. Für das machen wir auch die Sendung, ganz im Ernst. Das ist wunderschön. Danke für Marc. Wie auch von mir das Kompliment an euch. Es war wirklich gross gewesen. Ich bin gespannt, wie jetzt auch wo euch sicher weiterhin schauen und euch viel, viel Glück wünschen, wie auch natürlich an den anderen Talents, die mit dabei sind. Nach der Living Room Sendung geht es weiter mit Live at Joyce. Jetzt habe ich die Talents live gesehen. Wir haben schon viele andere Künstler gehabt, die mal live auftreten sind, unter anderem auch Mark Sway. Und die werden wir in der nächsten Sendung, gerade nach dieser Sendung, dann mal wieder mal zeigen, die grössten Acts, die wir schon da haben. Am 7. dann ist der Fabian Bösch, der Freeze 60-jährige Superchamp, der bei Sochi war, in der Joyzone-Sendung Joyzone Social und erzählt dort ein bisschen über sein Leben als junger Profi eigentlich und wie es weitergeht. Und am 8:30 dann wieder Neues und dort ist das grosse Thema Wailing. Ich muss es kurz vorzeigen. Es geht etwas so aus. Und dank dem Internet gibt es das. Es geht so. Also am 8:30 Neues und morgen am 17:30 hier im Living Room. Warum singen alle? Ich klinge wie Sammy Deluxe. Sammy Deluxe bei uns im Living Room. Also müsst ihr unbedingt zuschalten, wenn der Sammy dann da den Living Room beehrt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss zusammen, dranbleiben und danke euch vielmals. Ciao miteinander.